Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einer Reaktion zu dem Infernoid YCS-Sieger 16:0. Und als Spezialgast Kojiro Hyuga, der Infernoid-Spezialist. Ja, auf jeden Fall großes Respekt, dass er mit meinem Lieblingsdeck zu 0 gegangen ist. An sich kein besonders kreativer Bild, es war sehr standard gebaut. Die einzige kreative Karte, die ich vorher auch noch nie so gesehen habe, war Reclining. Gute Karte. Sehr, sehr interessant. Ist wahrscheinlich, so wie es auch gesagt wird, immer situationsabhängig gekommen. Wenn er mindestens zwei Dekadrons auf dem Friedhof gehabt hat, dann ist sie wahrscheinlich Bombe gekommen. Wenn er eine gehabt hat, war sie halt sozusagen ein idealer Ausgleich zum Millen einfach. Ja. Schlecht auf jeden Fall nicht. Der Bild war interessant. Ich spiele es halt persönlich etwas anders. Aber das Ergebnis spricht für ihn. Er ist zu 0 gegangen, also... Was aber sehr erstaunlich ist, 16:0, das ist schon wirklich... Also so konstant mit Infernoid, das ist echt krass. Ich selber als Spieler meine halt, er spielt halt zum Beispiel keine Needle-Buckness. Von der Karte bin ich halt überzeugt, weil es dem Deck, ja, es gibt dem Deck halt eine gewisse Stabilität, weil es ist immer noch ein Deck mehr auf Glück als auf Können basiert, aufgrund, dass Reasoning schon dementsprechend mehr Monster milden sollte als hier nur eine, und wenn der Gegner auch noch richtig trifft, hast du minus 1 gemacht. Und ich meine halt, dass er sehr wenige Sachen zu milden hatte, spricht halt eigentlich dafür, dass er ziemlich konstant gezogen haben muss. Auch in einem Forum, ja. Mit diesen Backmessen machst du eigentlich auch minus 1, ne? Du machst minus 1, aber im Idealfall, also ich rede jetzt von meinem Deck, ich mill immer mindestens zwei Monster, mindestens, wenn es schlecht ist. Ja. Ist eigentlich in so einem Deck, finde ich meiner Meinung nach, ein Muss. Weil ich bin halt jemand, ich versuche das Glück ein bisschen zu minimieren. Ja, es ist halt immer noch ein Kartenspiel, es ist ein Glücksspiel, aber ich meine halt, das ist halt meiner Meinung nach eine Karte, die das Glück etwas minimiert einfach. Ja, und es dem Deck nur eine gewisse Stabilität gibt. Das ist aber die Frage, weil wenn du rechtlich gehst, dann müsst ihr ja eigentlich schon echt immer nur Glück haben. Ja, also, gut. Ich glaube da, ich weiß nicht, also das ist schon beeindruckend. Also ich habe wirklich Respekt. Aber auch wirklich noch, finde ich jetzt... Ja gut, das ist halt natürlich eine andere Frage. Das ist halt eine andere Frage, ob natürlich alles mit rechten Dingen zugegangen ist, man weiß es nicht. Ja, darauf wollen wir auch gar nicht eingehen. Hattet ihr mit den Infernoid noch gerechnet? Nein. Also wenn ihr auf eine YCS gefahren wärt, hättet ihr was im Side dafür gehabt oder dagegen? Ja, aber man hatte im Side allgemein ja eigentlich was. Und zwar hat man eine Eisenmauer. Ja. Ja, das ist eigentlich so eine Sidekarte, die eigentlich jetzt jeder spielt. Aber wenn der Großteil Necro spielt, dann gibt es auch keine Eisenmauer. Also weil die Necro-Spieler nicht Eisenmauer siden, meine ich damit. Die Necro-Spieler nicht, nein. Aber die anderen, sage ich jetzt mal, Seiten Eisenmauer und Necro-Spieler, denke ich mal, haben, glaube ich, eh kein schlechtes Matchup gegen Inferno. Also es ist, brauchen sie das nicht wirklich. Ja? Inferno ist halt etwas anti gegen Necros, weil durch diesen Vanish-Effekt, dass du die Sachen vom Gegner halt auf den Friedhof entfernen kannst. Aber Necros, muss man halt einfach sagen, ist halt zurzeit einfach das konstanteste Deck. Es eröffnet konstant zu 95% immer mit Unicore, einem Feeder und dann auf Emerald und dann machst du noch Fett Plus. Ja, von daher, damit ich aus eigener Erfahrung, damit ich mit dem Ferner damit gewinne, muss ich eine relativ stabile Hand haben, um damit auf dem gleichen Level mithalten zu können. Ich denke mal, was gibt's noch für Sideboard-Karten gegen... Also welche Karte, oder? Ja, Max C auf jeden Fall. Welche, spielt eh jetzt gleich welche Karte ich als Spiel ist auf jeden Fall die Chaosjägerin. Die spiele ich halt mit Fernand sowieso, weil die auch bei Riesling einfach kommen kann aufs Feld. Ist halt... ja, gegen Fernand halt definitiv ein Gamebreaker, ja. Wenn die liegt, ist der Gegner ziemlich tot eigentlich, ja. Also ist sehr schwer, außer er hat 3 Geki oder Dekatron als auch. Das sind halt die zwei einzigen Karten, die er wegkriegt. Also sonst die Chaos-Hexe, weil Inferno spielt halt auch keinen Schutz. Maximal Torrental habe ich bei vielen gesehen. Aber Breakthrough-Skill eventuell, um den Effekt zu negieren, aber das sind halt... Breakthrough-Skill kannst du halt im Spiel halt auch nicht mehr banishen. Das ist halt das Problem, wenn er sie nur auf dem Feld hat. Aber ansonsten... Chaosjägerin auch eine ziemlich gute Boardkarte, zurzeit auch gegen Cosmo, sehr flexibel, kam nichts dazu sagen, aber
Von meiner Seite als Inferno-Spieler großen Respekt an den Spieler, der gewonnen hat. Sehr viel Respekt auf jeden Fall. Muss man erstmal schaffen mit so einem Deck, Outsider-Deck sogar. Wie würdet ihr jetzt Inferno im Meta einschätzen und würdet ihr erwarten, dass mehr Inferno gespielt wird? Ich persönlich, ich spiele Inferno aus Überzeugung, weil mir das Deck gefällt. Aber ich spiele viel online und ich sehe halt, dass oben fast keine Inferno darüber. Es laufen halt nur die Metadecks. Weil die Metadecks einfach stabiler sind. Die Metadecks sind zu schnell, zu gut und so ein Deck kann eigentlich auf Turnier konstant nicht mithalten. Muss ich leider so sagen. Deswegen wundert mich wirklich dieser zu Null-Sieg. Ich hätte nichts gesagt, wenn er irgendwie zu 1 zu 2 gegangen wäre, aber dieser zu 0-Sieg, der ist schon sehr heftig. Er muss wirklich auch einen guten Tag gehabt haben. Ich denke auch, dass man mit Inferno jetzt nicht wirklich rechnet. Ich denke mal, es werden vor allem immer noch welche spielen. Wahrscheinlich auch noch vor allem welchen Topf kommt mit 1 oder 2 Decks maximal. In Zukunft denke ich, dass es dann eh wahrscheinlich geringer wird. Er hat wahrscheinlich echt einen guten Tag erwischt, ja, und ich denke mal, natürlich ist er auch bestimmt ein sehr guter Spieler, auch ein sehr guter Inferno-Spieler, der sein Deck kennt, aber für die Zukunft rechne ich mir da wenig aus für Inferno selber. Ich muss halt auch dazu sagen, ich weiß halt nicht, ich glaube viele Spieler, die Inferno selber noch nie aktiv gespielt haben, haben vielleicht auch Probleme dagegen zu spielen. Das ist vielleicht auch sein Bonus gewesen in der Hinsicht. Weil die Leute sind auf das Meta spezialisiert und Inferno ist halt einfach ein Outsider-Deck und ist dann somit ein unberechenbares Deck. Vielleicht sehen die Leute nicht eventuell, was der Gegner für Optionen hat immer und dadurch ist halt die Schwierigkeit eventuell richtig zu reagieren. Vielleicht hat ihm das auch einen Vorteil geschafft. Man weiß es nicht. Ich war ja nicht live dabei. Das ist halt so meine Meinung. Also mein Schlussfazit, nochmal großen Respekt auf jeden Fall an den Spieler. Top, dass das mit dem Deck geschafft hat, aber es wird, glaube ich, eine einmalige Sache bleiben. Aber eine großartige Sache, okay. Alles klar. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.